Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, heute möchte ich noch einmal etwas vorstellen von der Freien Bibliothek Pegasus, und zwar eine der vier Abteilungen, und zwar die, wo es Science Fiction gibt. Science Fiction und ähnliche verwandte Gebiete, insbesondere auch Vorläufer und ganz frühe Werke in dieser Art. Dazu muss ich aber einiges vorweg sagen, nee, muss ich nicht, aber mache ich mal, ne? Weil wo befindet sich diese Abteilung? Die befindet sich in einem Beiboot, wobei Beiboot in der Perry Rosen-Serie, Heftromane, Science Fiction, Beiboot ist schon nicht so winzig klein, von daher gibt es da genug Platz. Von Perry Rosen gibt es Heftromane, es gab auch mal einen Film vor Jahrzehnten, ne? Den habe ich natürlich nicht, weil ich glaube, den kann man legal gar nicht haben. Und auf jeden Fall, der war so dermaßen und ist auch in Schwarz-Weiß, aber er war so dermaßen, dass er schon wieder richtig... Naja, aber wir machen ja mal den Heftroman, ne? Es gibt natürlich auch Comics, gab es auch verschiedene. Und jetzt auch hier richtig, ne? Also praktisch für die Zombie-Apokalypse oder ne? In gebundener Form Comics, ne? Sind Bilder drin. Also das gab es alles, aber ursprünglich ist es eine Heftromanserie, die es schon sehr, sehr lange gibt. Die Hefte damals, die heutzutage sehen die ungefähr so aus und kosten ein klein wenig mehr als früher, weil früher sahen die Hefte eher ungefähr so aus, etwas anders designt. Es ist immer alles spiegelverkehrt hier, ne? Das ist das Problem. Und hier haben wir noch eins, das ist nicht so beschädigt, auch aus den damaligen Zeiten, ne? Und dann sieht man da auch den leicht abweichenden Preis. Ja, Perry Rosen. Und dann gibt es Raumschiffe, also was mit Raumschiffen, ne? Science Fiction. Oh, nee, Moment, eins habe ich noch vergessen. Es gibt natürlich auch richtige Bücher, ne? Also wenn jetzt wirklich ein großes Stück vom Tischbein abgebrochen ist oder sowas, ne? Wobei die Titelbilder sind, kann man das sehen hier in der Kamera, die sind mehr oder weniger dreidimensional. Das sind die berühmten Silberbände, hier rein zufällig der Band Nummer 42. Und sind eben Buchstaben drin, kleine Bilder. Ja, ich schweife ab. Dann gibt es Raumschiffe, Kugelraumschiffe und eben die entsprechenden Beimote. Und Pegasus hat dann so eine Art Hauptgelände, eine Burg. Und Moment, ich zeige euch das jetzt mal. Wenn man hier mal drumherum scrollt um meinen Avatar, dann sieht man da hinten, hoffentlich nicht verdeckt, sieht man dann die Burg. Da sind also so klassische Dinge drin vorhanden. Auf dem Dach ist auch noch allerlei.
Und drumherum, das ist das Hauptgelände. Und dann gibt es aber weitere Abteilungen, zum Beispiel eben hier Karl May, 42 Bücher von Karl May. Und hier Schoß und ein Indianerfeld und dergleichen mehr. Und es gibt natürlich auch noch weiter oben den Steampunk Zeppelin. Wir haben dann auch eine eigene Abteilung der Freien Bibliothek Pegasus. Und der beherbergt allerlei Bücher zu folgenden Themen. Nämlich hier Religionen, Philosophie, Esoterik. Wobei der Avatar und der sogenannte reale Mensch Muslim noch sogar zum Buch wert darauf nicht festzustellen, dass er keiner Sekte, Kirche oder Partei angehört. Es also ein allgemeines Interesse ist. Das sind die anderen Abteilungen. Die anderen drei. Und hier entlang, natürlich kann man auch fliegen oder per Teleportstation dorthin kommen. Aber wir laufen jetzt mal. Links von mir, weiter oben, ist noch zur Sagrada Familia etwas. Da hatten wir kürzlich einen Clip. Und überall sind mal so zusätzliche kleine Sachen aufgebaut, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Ich fahre da einfach mal ein wenig herum. Und lass mich ablenken von meinem eigentlichen Thema. So, hier geht's dann weiter zum immer ein kleines Stück über den Platz der Verständigung. Auch da gibt es natürlich eine Menge Bücher, aber eben auch Skulpturen, Bilder, Reliefs und Figuren. Alles zum Mitnehmen, kostenlos. Hoffentlich nicht umsonst, aber kostenlos. Und hier haben wir dann einen Flughilfetunnel. Da kann man dann also hinauffliegen, weil ich habe das Boot nicht auf dem Erdboden gelandet, sondern auf einer Energieplattform in der Luft. Unten würde es doch ein wenig zu viel Platz wegnehmen vielleicht. Hier sind wir jetzt auf der semi-transparenten Plattform. Wir könnten uns auch hier mit einem kleinen Schiff bewegen. Und das ist die Nessie. Eigentlich für Unterwasserfahrten gedacht, aber auch im Weltraum macht sie eine sehr gute Figur. Ich kann das ja einfach mal ganz spontan machen, dass ich mal einen kleinen Rundflug hier unternehme. Und hier haben wir ein wenig was zu Isaac Asimov und seinen Robotern.
Und hier geht's schon durch die Schießfeiler durch. Und man bekommt, vielleicht denke ich, schon mal einen kleinen Einblick. Das ist also die, das Beiboot hat den Eigennamen Third Hope 2. Aber wir wollten ja ursprünglich zu Fuß gehen. Irgendwo müsste man auch automatisch nach Hause kommen. Aber da habe ich jetzt vergessen, wie das geht. Ich steuere es mal zurück. Und steige dann einfach wieder aus. So. Hier an der Landestütze haben wir schon ein Infobuch zum Thema 42 beziehungsweise zum Thema Tower Day. Und hier geht es dann zum Aufzug. Beziehungsweise kann man hier in die einzelnen Stockwerke telefonieren oder eben auch fliegen. Ne? Das habt ihr vorhin in dem Flugtunnel gesehen. Von daher machen wir es jetzt mal einfacher und gehen mal auf Deck 1. Auf Deck 1 haben wir verschiedene Umblätterbücher, eine Ausstellung mit Kammern. Dann hier eine Ausgabe von dem Science Fandom Observer, in dem immer Second Life berichtet wird. Und die leider letzte schriftlich gesuchte Ausgabe durfte ich auch hierher bringen. Ich sagte, wir haben hier vor allen Dingen alte Bücher und Vorläufer, einige noch lebende und hoffentlich noch langlebende Autoren haben auch etwas beigesteuert an aktuellen Stories. Von mir selber, ich nehme es zu, sind auch ein oder zwei dabei. Gerade hatten wir Mark Spani, hier ist etwas von Thorsten Küfer. Einmal als Notcard enthalten, aber auch als Umblätterbuch. Hier etwas von E.M. Jungmann. Und jetzt können wir gleich mal eine Etage höher. Dieses war Deck 1. Dann klicken wir uns mal zum Deck 2. Eins höher. Hier ist auch die Rezeption mit einem freundlichen Roboter, mit Buchautomaten und ähnlichen Dingen. Der Roboter schießt einem dann gerne auf eine Infonotcard, auf der steht, was es alles gibt, kostenlos und zum Mitnehmen.
Ein Buchautomat ist auch vorhanden. Man kann den ganzen Automat mitnehmen oder eben natürlich sich Bücher nehmen lassen. Hier kommen wir aber jetzt schon zu den erwähnten Vorläufern, zum Beispiel hier das Geschlecht der Zukunft oder hier noch etwas sehr Interessantes von Voltaire. Auch der hat sowas geschrieben, Micromegas. Hier ein sehr interessanter Titel vom Ansatz her, von Edward Bellamy. Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887. Und das können wir jetzt im Jahr 2020, können wir das hier kostenlos lesen. Hier noch ein Infobuch. Aber nicht nur zu Utopia. Von Thomas Morus. Auch der Originaltext ist natürlich enthalten und am Anfang aber, wie man gesehen hat, auch einige Infos. Hier ist noch eine kleine Abteilung in der Abteilung. Da geht es um den Jules Verne. Auch von ihm einige Bücher vorhanden. Und ein Autogramm natürlich. Einmal kurz hinein. Und dann können wir hier verschiedene Bücher mitnehmen. Die Bücher selbst zumeist im Notecard-Format. Und die Infobücher auch zum Umblättern. Hier einige bekannte Dinge, Reise um die Erde, Reise zum Mittelpunkt der Erde und so weiter und so fort. Weiter geht's. Hier ist dann auch mal wieder eine Tiershow zu sehen, selbst ablaufend. Und links von mir ein Infobuch über Zeppeline und Co. Dieses Buch hier geht über Steampunk. Der Aufbau dauert im Moment ein wenig und wechselt dann schnell. Ich habe eventuell die Grafik zu gut eingestellt. Ich probiere mal, ob meine Idee da richtig ist. Ja, da war die Grafik zu gut. Weniger ist mehr, ne? Weniger ist mehr manchmal. Ne? Future läuft gerade wieder mal Sci-Fi. Und was haben wir noch? Ja. Heutzutage wieder modern, rechts die Gesichtsbekleidung. Gut, ein wenig, ja, hier haben wir noch Sachen von Jean Paul, der hat auch Vorläufer geschrieben. Hier etwas sehr Altes, die Atlantis. Das ist ein sehr altes Buch. Von 1854. Auch da hat man sich schon mit der Frage nach Atlantis beschäftigt. Hier nun von Campanella, der Sonnenstaat.
Infos und Volltext in drei Notcards. Aber wenn man sagt, Science Fiction und drumherum, es gibt natürlich auch wissenschaftliche Sachen. Ach ja, eine Frage, mal nebenbei beantwortet. Man kann jetzt hier rausgucken. Man sieht dann den Himmel oder Teile des Himmels. Das liegt daran, dass ich da auf Transparenz geschaltet habe. Man kann dann also kann das so einstellen, dass die Wände durchsichtig werden. Eine praktische Angelegenheit. Hier haben wir mal die Erde und drumherum. Das ist ein Wiki-Info-Buch, zusammengestellt dann vom Großen zum Kleinen, Universum, Milchstraße, Sonnensystem und so weiter, bis schließlich zu dem Stadtteil, in dem ich wohne. Aber hier jetzt die schon etwas randständigeren Sachen. Hier haben wir zum Beispiel von Franz Kafka die Verwandlung. Nicht unbedingt Science Fiction, aber vielleicht dann doch Alice's Abenteuer im Wunderland. Oder auch der Golem von Meyrink, wenn ich nicht irre. Das ist interessant. Ein Mensch unter Mikroben, Mikrokosmos. Hier etwas Märchenhaftes. Peterchens Mondfahrt. Und hier finden sich Sachen über den Herrn Münchhausen. Einmal ein Infobuch, aber auch da etliche Fotos enthalten. Und, wenn ich mich recht erinnere, auch einige seiner interessanten Geschichten. Ich blätter jetzt mal schnell durch. Ja, also hier beginnen dann die eigentlichen Geschichten, zum Teil auch illustriert. Andere Seiten hingegen auch nicht illustriert. Der Freier von Münchhausen, hier wird es dann etwas naturwissenschaftlicher. Da geht es um Astronomie, aber alles noch ganz gut zu lesen, denke ich. Hier dann Phänomene, auch sehr interessant. Und das hier ist etwas über die Stringtheorie, eine populärwissenschaftliche Einführung. Das ist noch Klein Zaches, wenn ich mich nicht irre. Ja, von E.T.A. Hoffmann. Nicht Science Fiction, aber so, wie soll man es nennen? Fantasy, Fantastik, in der Art, ja. Hier nochmal die Infos zu Isaac Asimov. Und hier sind wir auf der Rückseite eine Rezeption, da können wir mal drüber springen, hoffe ich. Ja, es geht. Und dann ist die Zeit, wenn es uns gut geht, ne, also dann können wir noch mal schnell in den nächsten Stock.
Das war 6-3, wenn ich mich nicht irre. Hat Sam Hawkins auch immer gesagt. Das ist eigentlich so das Kommandozentrum. Auch hier haben wir auf Transparenz geschaltet. Zumindest teilweise. Man sieht hier einen Teilbereich, der nicht auf Transparenz steht, wo man dann also einen Bildschirm hat, der ins Weltall zeigt. In der Kommandokapsel gibt es natürlich so einiges zu sehen. Ein paar Bücher aber durchaus auch noch. Zum Beispiel immer Amelia Earhart, Wir können fliegen, ein Infobuch. Natürlich kann man hier auch Platz nehmen. Und virtuell die Dinge steuern. Ein wenig schauen wir uns noch um. Ah, was haben wir denn da? Was liest man denn hier in dem Raumschiff? Ja, das kam mir noch gleich irgendwie bekannt vor. Ein Ferry-Roden-Roman. Hier ist übrigens auch noch ein kleines Buch von mir über den Cyberspace. Da gibt es also einige kurze Comicstrips. Das Buch ist auch real erhältlich. Allerdings im Moment ziemlich teuer, da Hardcover. Ich will das aber ändern in Softcover. Dann ist es erschwinglicher. Ja, das war es so im Wesentlichen. Es gibt noch ein Deck oben drüber. Das ist aber relativ klein. Und jetzt das war noch nicht wirklich genutzt. Ich spring da mal raus. Und das ist dann tatsächlich das Dach sozusagen. Übrigens sehen wir da nebenan und oben drüber noch einige Szenarien. In denen man sich ebenfalls aufhalten kann. Hier ist noch etwas stehen geblieben von einer Lesung, die hier durchgeführt wurde von André Nagerski, da im Moment noch ein wenig Platz bei mir war und frei habe ich das nochmal stehen lassen. Runter kommen wir jetzt durch den Antigrafschacht, indem wir einfach mal springen, durch alle Decks hindurch, jawohl, da sind wir dann, und sind dann insofern wieder am Ausgangspunkt angekommen.
an unserem Flughafen-Tunnel hier ein weiterer Automat für Bücher, speziell für die Science-Fiction-Bücher. Auch das alles zu mitnehmen. Hat noch einer eins vergessen, welches ist es denn? Mal schauen. Oho. Im Reich der Homophonesen von Hamel, ja. Rudolf Hamel. Ja, es gibt, wie gesagt, einiges zu entdecken. Zu Lande. In der Luft. Und im Wasser haben wir auf Nassim nur einen kleinen Kahn. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann von Ihnen und euch verabschieden und man darf gerne vorbeikommen und alles selber anschauen. Es gibt noch viel mehr zu sehen und auch noch einige andere Themen, Ausstellungen und so weiter und so fort. Die Sim ist moderat, nicht PG, nicht Alltag, moderat. Und ansonsten ist jeder herzlich willkommen und alles. Es gibt keine Werbung und keinen Verkauf. Alles free und full firm. So. Und damit alles Gute. In allen Welten. See you.